Das hier wird jetzt wahrscheinlich der zweite Teil zu meiner neuen GeForce GTX 295er Grafikkarte sein. Also eine neue gebrauchte Grafikkarte. Im letzten Video, oder wie ich das auch immer mache, habe ich die Grafikkarte auf einer alten AM2 Plus Plattform geschnallt und habe mir dann angeschaut, ob ich ein Bild aus der Grafikkarte bekomme. Und ja, die Grafikkarte scheint zu funktionieren. Oh, okay, zugegebenermaßen habe ich mir noch nicht die 3D-Leistung angeschaut. Aber unter Windows Vista sah das ganz gut aus. Es gab jedenfalls keine Bildfehler. Nun gut, was ich auch sagen kann, die Grafikkarte ist auf jeden Fall schon mal ein Brocken, auch vom Gewicht her. Und der Lüfter ist ziemlich laut, also der rauscht ganz gut. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn es ist ja hier ein Radialdesign. Die ganze Abwärme wird hier durch die Slotblende nach außen gepresst. Und da braucht man dann natürlich schon viel Unterdruck, dass die ganze Luft dann nach vorne gepresst wird. Ja, jetzt möchte ich der Grafikkarte hier mal unter den Rock schauen, beziehungsweise unter den Kühler. Ich bin echt schon gespannt, wie die Grafikkarte aussehen wird. Auf der Platine dann. Ja, sie ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, es ist eine sehr nette Dual-GPU-Grafikkarte. Sowas hat ja auch nicht jeder. Ne? Ja, gut, die ist von Anfang 2009, aber ja, sie funktioniert und sie war ja auch nicht teuer, muss man klar sagen. Gut, dann werde ich mal gucken. Und die Grafikkarte hat ja schon 8 Jahre mindestens auf dem Buckel und dann kann ihr ja frische Wärmeleitpaste auch nicht schaden. So ein bisschen tut sich hier ja schon was, aber irgendwo hakt es noch. Ich will den ja auch nicht kaputt machen. Man müsste es aber gehen. Jetzt. Gut. Hier ist natürlich auch schon ein bisschen Staub drunter, ne? Bleibt ja nicht aus. Das ist einfach hier nur dieser Deckel hier, wo dann nochmal die Aufkleber drauf sind. Ja, dann gibt es hier tatsächlich 2 Platinen. Hier die obere mit dem ersten Grafikchip, würde ich sagen, und hier die untere mit dem zweiten Grafikchip. Ja, ganz interessant, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Ganze dann hier weiter aufschrauben kann. Mal vorsichtig prüfen, ob man die schon abkriegt. Platine. Aber anscheinend noch nicht. Ne. Ach so. Geht ja auch gar nicht. Ne. Ja. Wobei, ja. Das geht, glaube ich, gleich ab. Ja. Doch. Moment. Ich habe sie gleich. Ja. Moment. So. Da ist ein Verbindungskabel. Das darf ich nicht trennen. Ganz vorsichtig. Hier ist noch der Lüfteranschluss. So.
Ja, da ist noch so ein Verbindungskabel, genau. Ich muss mir mal anschauen, wie ich das Verbindungskabel da lösen kann. So, hier ist Grafikchip 1, ein G200-400-B3 aus Taiwan, der noch extra mit so einem Metallrahmen verstärkt ist und geschützt ist, ne? Seht euch mal an, wie groß dieser Chip hier ist, ne? Das ist schon gewaltig. Ja, hier ist auch noch so ein Zusatzchip, den ich aber nicht so identifizieren kann. Mal gucken, ob man da anschauen kann, was da drauf steht. Auf jeden Fall ein Zusatzchip hier, muss ich mal gucken. Ja, die Speicherchips hier sind von Hynix. Ich habe da mal einen so ein bisschen frei gemacht, da steht auch Hynix drauf, ja. Ja, ganz nett eigentlich, ne? So, hier sind auch noch so Spannungswandler wahrscheinlich, die Controller sind hier noch gekühlt. Ja, schon sehr aufwendig, die Konstruktion. So, und hier haben sie nochmal hier die Kontakte hier und haben 8-poligen PCI-Express-Stromstecker abgeklebt, weil diese Seite hier von dieser von dem metallischen Deckel oder was das auch immer ist, da bedeckt wird. Hier sind nochmal die beiden Dual-DVI-Anschlüsse, die auch analoge Signale ausgeben können, ne? Ja, damit die Grafikchips dann wieder frische Wärmeleitpaste bekommen. Hier sieht man auch den Kühler dann, diesen großen Kühlklotz. Oh je. Ja, da ist die Wärmeleitpaste auch schon ausgetrocknet hier auf dem Kupferblech. Da muss man nochmal bei. So, jetzt nehme ich die zweite Seite runter. So sieht das dann halt aus. Das hier ist die aufwendige Kühlkonstruktion im Radialdesign. Ja, einmal ist hier oben und hier unten dann jeweils ein Grafikchip drauf. Mit den ganzen Wärmeleitkissen für die Speicherchips. Hier ist auch noch eine Angabe, wie viel Spannung und Strom der Lüfter wohl aufnimmt. Der wird mit 12 Volt und 0,48 Ampere betrieben. Ja, gut, weiter zerlege ich diesen Kühler jetzt mal nicht. Ich glaube, dass ich da noch ein bisschen was zerlegen könnte vielleicht, aber das muss ja nicht sein. Obwohl, ich glaube, der ist eigentlich schon so weit zerlegt. Mehr geht, glaube ich, auch nicht mehr. Ah, ganz bisschen vielleicht, aber habe ich nicht vor. Ja, so viel also schon mal hierzu, zu diesem aufwendigen Kühler. Und wo ist denn der zweite Grafikchip? Hier. Da ist der zweite. Auch wieder ein G200-400-B3. Dann sind hier die Verbindungskabel für die beiden GPUs. Also das hier ist die SLI-Bridge, würde man dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür SLI steht. Ich habe nur die Bezeichnung Scalable Link Interface im Kopf. Aber ob das jetzt auf die neuen Grafikkarten oder auf die 3DFX Grafikkarten wie der Voodoo 5500 und ein Voodoo 2 SLI gespannt zutreffen, das weiß ich nicht. Das muss man nochmal schauen. Das hier ist also der untere Teil mit dem PCI Express Stromanschluss. Da ist der 6-polige Datenanschluss, meine ich, hier unten. Und da ist der Stromanschluss mit 6 Kontakten.
Ja. Ganz aufwendig, die Konstruktion. Ja, und damit niemand sagen kann, es ist hier ja nur eine Grafikeinheit vorhanden. Hier ist die zweite. Ne? Zwei Grafikchips hat diese Grafikkarte hier. So sieht das dann halt aus. Ich mache gleich noch mal ein paar Fotos mit meiner Kamera und dann, ja, baue ich die dann hoffentlich wieder korrekt zusammen. Ja, ganz nett. Ja, es ist tatsächlich eine gute Dual-GPU-Grafikkarte mit natürlich den entsprechenden Nachteilen. Stichwort Mikroruckeln. Aber um das mal so kennenzulernen, wie sich Dual-GPU-Grafikkarten verhalten, ist die GeForce GTX 295 eine günstige Wahl. Ja, kann ich echt empfehlen, wenn man, naja, sich mal so Dual-GPU-Grafikkarten anschauen möchte. Hier ist die Unterseite mit dem HDMI-Anschluss, hier ist die Oberseite mit den beiden DVI-Anschlüssen. Ja, ganz nett. Und jedem Grafikchip stehen, glaube ich, so 800 irgendwas Megabyte zur Verfügung. Insgesamt 1792 Megabyte. Das müssen ja schon um die 896 Megabyte pro GPU sein. Die GeForce GTX 285, die nur einen Grafikchip verwendet, die wird mit einem Gigabyte Grafikspeicher ausgeliefert. Ja. Ja, jetzt muss ich die halt, wie gesagt, hier wieder zusammenbasteln. Dann kommt da frische Wärmeleitpaste hier drauf. Ne? Und dann kann man die wieder verwenden. Ja, und dann baue ich sie mal in meinen Primär-PC zum Testen, wie gut sie sich da so macht. Vorher mache ich aber natürlich dann noch ein paar Fotos von den Platinen und so weiter.